Das schmeckt mir leider sehr lecker. Freiheit. Die Freiheit gibt es nur mit einem Ausrufungszeichen. Das hängt hinten an der Freiheit dran, als käme sie allein nicht zurecht. Als wäre Freiheit allein zu schlecht, um die Leute zu überzeugen. Als wäre es unfein, die Freiheit allein, ohne diesen Begleiter, auf die Bühne zu schicken. Als könnte ich nur eifrig nicken, wenn Strich und Punkt mitmischen und schreiben zur Verstärkung für die Show. Freiheit ist das höchste Gut. Ausrufungszeichen. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Ausrufungszeichen. Die nehmen uns die Freiheit. Ausrufungszeichen. Manchmal sehe ich die Freiheit fast nicht mehr. So sehr steht das Ausrufungszeichen in meinem Blick. Verstrickt sich tief in mein Ohr, kreischt gellend und bevor ich noch denken kann, entweicht die Freiheit meinen Gedanken. Strich und Punkt markieren einen lebhaften, drängenden, dringlichen, gellenden, geifernden Ton. Die Freiheit herrscht und die Freiheit wird gefordert, die Freiheit wird erkämpft und die Freiheit wird verteidigt. Und immer herrscht große Aufregung rund um die Freiheit. Sie wird auf die Bühne geschickt, geschwickt mit Strich und Punkt, auf das sie sich aufplustert, auf das sie sich zeigt. Aber ich mag sie nicht mehr sehen, weil man sie nicht mehr sehen kann. Sie ist blass geworden, eine Worthülse neben der Liebe und der Gnade und der Barmherzigkeit. Die Freiheit selber ist leise geworden, hinter all dem Trubel fast verstummt. Wenn der Jubel verklingt, habe ich vergessen, um was es ging, welch großes Ding diese Freiheit wohl sein mag. Freiheit ist ein Schlagwort mit einem Strich. Die Freiheit selbst ist übrigens ziemlich genervt von dem Ausrufungszeichen. Ständig klebt das auf meinem Rücken, erzählte sie mir letztens. Ich war gerade im Park neben dem Schwimmbad. Die Freiheit machte kurz Pause zwischen zwei Kundgebungen und setzte sich neben mich auf die Bank. Sie sprach leise, das Ausrufungszeichen schlief, Gott sei Dank, zu ihren Füßen. Sie persönlich würde ja gern mal einen Punkt machen bei ihren Auftritten in aller Welt. So einen kleinen, schlichten Punkt. Hinter dem könne man sie dann auch mal sehen und hören. Der würde nicht ständig stören, mit Drama betören, nicht versuchen, irgendwelche Rotzböhren zu Sprechchören einzustören. So ein kleiner Punkt, den kann man setzen und dann ist auch gut. Und die Freiheit würde in ruhigem Ton von sich reden machen. Oder an dieser Stelle höre ich die Freiheit leise lachen, sie bekommt rote Ohren, wirkt nicht mehr so verloren neben mir auf der Bank. Sie würde auch gerne ein Komma. Oh ja, mit einem Komma hätte sie was zu sagen, würde eine Botschaft wagen, würde nicht nur als Schlagwort in die Gegend geblasen. Die Freiheit ist kein Zustand, Komma, sondern geschenkte Möglichkeit. Das könnte sie dann zum Beispiel bei Kirchens von sich geben, zum Thema evangelische Freiheit. So ein Komma würde ihr Spaß machen. Die Freiheit ist kein Zustand, Komma, sondern geschenkte Möglichkeit. Bei diesem Satz haben Strich und Punkt doch überhaupt keinen Platz. Mittlerweile hat sich die Freiheit neben mir eine Zigarette gedreht. Sie umweht warmer Rauch. Ihre Füße liegen entspannt auf dem Ausrufungszeichen. Den Punkt rollt sie mit den Zehen. Und es ist nicht zu übersehen, diese Freiheit hat noch einiges zu sagen. Mal ehrlich, seitdem ich nicht mehr mit der Gerechtigkeit auftauche, lauche ich komplett aus. Bin eine blasse Nummer geworden. Man heftet mir das Ausrufungszeichen an wie einen Orden, aber ändern tut das nichts. Bloß weil man lauter schreit, wird der Sinn von Freiheit nicht hell und weit. Ich bin es leid. Freiheit ohne Gerechtigkeit ist eine Floskel. Wer Freiheit ohne Gerechtigkeit fordert, der verschärft die Freiheit an einen wirtschaftsliberalen Schrei nach freier Fahrt für freie Bürger. Freiheit ohne Gerechtigkeit wird missbraucht, geht auf in Schall und raucht, um Privilegien zu verteidigen. Und zwar Privilegien für Menschen, Privilegien auch einfach kaufen können. Reiche Menschen brauchen keine Freiheit, um Gerechtigkeit zu haben. Die brauchen auch keine Freiheit, um sich an der Freiheit zu laben. Die können sich beides einfach kaufen. Und die anderen, die keine Kohle haben, die haben keine Zeit, über die Freiheit nachzudenken, weil sie angestrengt versuchen, ihr Leben zu lenken, sich in Schulden versenken, die Hoffnung schwenken, sich verrenken und ablenken von der Angst. Wer kann es ihnen verdenken? Im schlimmsten Fall sind ihnen Freiheit und Gerechtigkeit herzlich egal und dann sind wir beide leer und schal. Und an dieser Stelle hat sich die Freiheit die dritte Zigarette gedreht. Jetzt mal ganz grundsätzlich, meine Liebe, das Konzept von individueller Freiheit, das ist am Ende. Und verschwende es ganz, vielleicht ist mir egal. Wenn jeder einzelne Mensch sagt, ich will aber frei sein, ich will alles wollen und haben und tun dürfen, ich will meine Rechte immer und überall, ich mache die Freiheit zu meinem Knechte. Tja,
dann muss dieser Mensch doch zwangsläufig jede soziale Norm als Beschränkung seiner Freiheit empfinden oder nicht? Und es sticht mir ins Herz. Es ist Unsinn. Wo kämen wir hin, ganz ohne gemeinsame Normen, ohne Formen, die uns gemeinsam halten? Die Freiheit hat ihre Füße fest auf dem Ausrufungszeichen. Es versucht ab und an, sich aufzurichten, aber es gelingt mitnichten. Die Freiheit redet eindringlich weiter. Ich bin etwas, das allen Menschen gehört. Den ollen Paulus hat das nie gestört. Im Gegenteil, er schrieb: Ihr, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Niemand allein kann frei sein, hat er gesagt. Und wagt damit den forschen Gedanken, die Freiheit ist ein Gemeinschaftsgut. Freiheit gibt es für uns, nicht für mich. Wenn Menschen versuchen, Gemeinschaft zu gestalten, nicht den Reichtum verwalten, sondern Gerechtigkeit vorhalten, dann besteht die Möglichkeit, dass sie die Freiheit hochhalten. Gemeinschaft ist die Bedingung der Möglichkeit, der Freiheit. An dieser Stelle darf sich das Ausrufungszeichen kurz zwischen uns setzen, denn dieser Satz, so denkt die Freiheit, hat Strich und Punkt verdient. Gemeinschaft ist die Bedingung der Möglichkeit der Freiheit. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Mit einem Mal schweigt die Freiheit und ich gucke sie an. Die Stille ist ein Ereignis nach ihrem Ausbruch. Sie steht auf mit einem Ruck, sagt: Danke fürs Zuhören. Ich gehe jetzt Gerechtigkeit und Gemeinschaft suchen. Tschüss.